Schon über Generationen gibt es ihn, den Osterhasen und damit auch den Brauch des Eierversteckens. Nachdem das Aussehen und der Wohnort des Hasen ein wohlgehütetes Geheimnis sind, kann man also nur nach der Herkunft und Erklärung eines eierversteckenden Hasen fragen. Auch hier gilt, es gibt wohl keine richtige oder falsche Erklärung, sondern nur verschiedene Ansätze. Manche meinen, der Hase steht als Symbol für Jesus Christus. Begründet wird das damit, dass der Hase wie Jesus über uns wacht, da er keine Augenlider hat und somit mit offenen Augen schläft. Ein weiteres Argument ist, dass der Hase schon ewig ein Symbol der Fruchtbarkeit und Zeugungskraft ist, da er sich stark vermehrt und bis zu 20 Junge pro Jahr haben kann. Deswegen steht der Hase symbolisch für das Leben, was wieder einen Vergleich zu Jesus Christus zuließe, da er auch im Tod das Leben brachte. Ebenso ist das Ei ein Fruchtbarkeitssymbol. Schon vor vielen hunderten Jahren waren Menschen fasziniert, wie aus einem so harten, steinähnlichen Ei neues Leben entspringen kann. Der Brauch des Hartkochens und Versteckens der Eier liegt vermutlich darin begründet, dass im Mittelalter während der strengen Fastenzeit das Essen von Eierspeisen und Fleisch verboten war. Da die Hühner im Frühling aber gewöhnlich viele Eier legen, sammelte sich eine große Menge Eier an, die zur längeren Haltbarkeit abgekocht und ab dem Ostersonntag wieder verzehrt werden durfte. Erst in den Nachkriegsjahren wurde die Idee der bunten Eier und das Symbol des Osterhasens von der Werbe- und Süßwarenindustrie entdeckt und verbreitet. Deswegen können wir uns heute Eier und Hasen zu Ostern in den verschiedensten Arten und Formen schmecken lassen und natürlich stets weiter Ausschau nach dem kleinen Hasen und den versteckten Eiern und Süßigkeiten halten.